ich soll jetzt was irgendwie zum Beispiel Orchester erzählen, hat irgendwie Stefan gesagt, das ist super. Irgendwie steht der Dicke auf der Bühne und sagt, sag mal was, versuch mal ein halbes Jahr zusammenzufassen. Die Idee, das Ballspielorchester zu machen, ist ja tatsächlich in einem kleinen Kreise irgendwie mal entstanden und war eigentlich nur eine spinnerte Idee und ein Abend beim Bier. Von vornherein war klar, das sollte jetzt kein Projekt sein, um irgendwie einen Song zu machen. Also das war zwar die Grundidee, aber es sollte grundsätzlich für irgendeinen Benefit sein, weil es jetzt nicht darum ging, Geld zu verdienen, sondern einfach damit einen guten Zweck zu erfüllen und Geld zu generieren für eine Sache, die es verdient hat. Der Kollege hier mit dem, ne, also der gewissenlose Fassbiertrinker, das ist der Lars. Und Lars hat den Song zusammen mit Venus geschrieben und Venus singt das Lied auch. Und die beiden haben tatsächlich vorhin noch eine Akustikklampe besorgt, weil sie nachher noch, wenn ihr wollt und nicht gleich irgendwie uns mit Tomaten bewerft und so fluchtartig den Saal verlassen, noch gerne die Akustikversion des Songs zum Besten geben. Weil ich habe ein bisschen Angst, aber ich würde sagen, Film ab! Stolz sind wie Brüder, sie gehören fest zusammen. Mit dir sind 90 Minuten, oft ein halbes Leben lang. Ich war bei dir in München und auch in Bielefeld. Denn selbst an dunklen Tagen leuchtest du schwarz-gelb. BVB, Borussia, ich bin immer für dich da. BVB, Borussia, 09. Und auch an dunklen Tagen trage ich stolz deine Farben. Alle, alle, BVB, 09. Meiner Geschichte, wir haben so viel durchgemacht. Zur totalen Eskapade gehört auch die dreckige Schlacht. Im Pokal gibt's ne Klatsche bei einem Amateurverein. Doch keine andere Liebe würde ich mit 100.000 teilen. BVB, Borussia, ich bin immer für dich da. BVB, Borussia, 0-0. Und auch an dunklen Tagen sage ich stolz deine Farben. Alle, alle, BVB, 0-0. Alle, ja, hallo und herzlich willkommen. Phänomenal ist heute mal wieder auswärts, denn wir sind heute hier in der Kneipe zur Präsentation des Liedes und des Videos vom Ballspielorchester 09 und das Lied heißt Leid und Stolz. Und stolz sind wir an dieser Stelle auch, dass wir ein paar Gäste haben. Wir haben heute Jungs vom Ballspielorchester zu Gast bei uns und die haben gerade eben im Sub Rosa hier in der Hafenschenke im Dortmunder Norden live performt und es war wirklich eine eindrucksvolle Geschichte und das Schöne ist, dass dieses Projekt Leid und Stolz Viva Con Agua unterstützt und dazu haben wir die beiden Jungs heute zum Interview zu Gast und freuen uns darauf, dass sie uns mal ein bisschen was darüber erzählen, was Viva Con Agua macht und was Leid und Stolz an der Stelle dann auch leistet.
Ja, hallo, wir sind hier auf der Premierenveranstaltung des BVB-Songs Leid und Stolz vom Beispielorchester 09. Neben mir steht der Marc, ich bin der Jakob und das ist der Christian und das ist der Lars. Vielleicht mal eine erste Frage an dich, Christian. Wie kam es denn zum Beispielorchester? Es kam einfach durch extreme Leidenschaft und durch extreme Zufälle dazu. Es hat sich wirklich komplett aus dem Nichts ergeben. Es bestand einfach das dringende Bedürfnis, einen Song für den BVB zu machen, über den BVB zu machen. Und ja, keine Ahnung, es kam irgendwie eins zum anderen, wie das halt so ergibt. Und das Geile dabei ist halt, dass irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr Leute dazugekommen sind, die das alles komplett for free gemacht haben. Und was dabei rausgekommen ist, ist halt, das Video ist der Song in drei Varianten. So kam es dazu. Jetzt habt ihr dieses Projekt gestartet und man stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, verfolgt ihr damit einen kommerziellen Zweck oder gibt es gegebenenfalls auch eine andere Zielrichtung, in die ihr streben wollt mit dem, was ihr vielleicht mit dem Beispielorchester zukünftig erreichen werdet? Wir haben ein Ziel, aber das ist kein kommerzielles Ziel. Also für uns war vollkommen klar von Anfang an, wir haben Bock auf den Song für den BVB, aber es ging nie darum, dass wir irgendwie damit Geld verdienen wollten, sondern es war eher das Gegenteil der Fall. Wir haben lange gesucht und dann was gefunden in Viva Con Aqua, dass wir halt irgendwie das, was hoffentlich dabei rumkommt, wenn ihr das euch kauft, spenden können für einen guten Zweck. Eine unheimlich gute Aktion, wie wir finden, und ich denke auch an der Stelle wirklich unterstützenswert. Jetzt ist natürlich noch die Frage, Marc, wenn ich dieses Lied wirklich gut finde und wenn ich das käuflich erwerben möchte, wo kann ich das denn tun? Auf allen gängigen Videoplattformen und allen gängigen Musikplattformen, also sprich iTunes, Amazon, auf der Homepage von wie auch immer sie heißen, Musicload und also überall, also so da, wo ihr sonst Musik auch kauft. Und eine Frage würde ich gerne noch beantworten, weil du vorhin meintest, was denn das Beispielorchester für weitere Zwecke irgendwie verfolgt. Ich glaube, wir können jetzt weltexklusiv die Auflösung des Beispielorchesters bekannt geben eigentlich, oder? Ja, also, weil das Ballspielorchester hat heute einen geilen Akustik-Gig gegeben mit den beiden Jungs hier und es wird wahrscheinlich nie wieder was geben. Das Ballspielorchester löst sich einfach auf und ihr habt die Chance, ne, totgesagte Leben länger, ihr habt die Chance, von diesem geilen Song noch ganz viel zu kaufen und geiles Wasser zu irgendwie, geile Projekte in Afrika zu unterstützen und geile Musik zu hören und es wird nie wieder das Ballspielorchester geben, ihr seid uns los. Und das geile Phänomenal bringt euch in diesem Video auch noch ein kleines Beispiel davon, wie die beiden Jungs live auf der Bühne aufgetreten sind. Leid und Stolz sind wie Brüder, sie gehören fest zusammen. Mit dir sind 90 Minuten, oft ein halbes Leben lang. Ich war bei dir in München und auch in Bielefeld. Selbst an dunklen Tagen leuchtest du schwarz-gelb. BVB, Borussia, ich bin immer für dich da. BVB, Borussia, 09. Und auch an dunklen Tagen trage ich stolz dein. Alle, alle, BVB 09. Du bist ein Stück meiner Geschichte. Wir haben so viel durchgemacht. Zur sozialen Eskapade gehört auch die dreckige Schlacht. Pokal gibt's ne Klatsche bei einem Amateurverein. Doch keine andere Liebe würde ich mit 100.000 teilen. BVB, Borussia, ich bin immer für dich da. BVB, Borussia, nur. Alle, alle, BVB 09.
alle BVB 0-0. Alle, alle BVB. Alle, alle BVB. Alle, alle BVB 0-0. Bei mir steht jetzt Tobi von Viva Con Aqua. Tobi, erzähl doch mal, ihr habt heute die Wassertage eröffnet. Wir haben uns gerade schon mal kurz drüber unterhalten. Erzähl doch mal, was macht Viva Con Aqua eigentlich? Weil ich glaube, für viele, die jetzt nicht unbedingt Festivalgänger sind oder sich für dieses Thema speziell interessieren, wissen einfach gar nicht genau, worum es geht. Okay, in kurzen Worten. Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der durch kulturelle Veranstaltungen, Partys, Konzerte, Ausstellungen, Gelder generiert, die in Trinkwasserprojekte fließen. Und wenn du gerade das Stichwort Festivals angesprochen hast, auf den Festivals sind wir zum Beispiel und sammeln die Pfandbecher. Also wir versuchen einfach auf kreative Art und Weise Spenden zu sammeln und Leute für das Thema Trinkwasser zu sensibilisieren. Also eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dass Wasser eine wertvolle Ressource ist, auf die es zu achten gilt. Und Viva Con Aqua versteht sich als offenes Netzwerk, möchte eine Plattform sein für junge Leute. Tobi, du hast zu Anfang der Präsentation des Videos schon erklärt, dass Viva Con Aqua auf vier Säulen aufbaut. Erzähl doch mal kurz, was sind das für vier Säulen und worum geht es da eigentlich? Genau, es geht bei Viva Con Aqua um diese vier Säulen. Das ist zum einen Bildung. Wir wollen auf die Trinkwasserproblematik hinweisen. Das machen wir über Aktionen und sammeln darüber über kulturelle Veranstaltungen Geld. Das ist ein Netzwerk, Viva Con Aqua versteht sich als offenes Netzwerk, als eine Plattform, um Leute zu sozialem Engagement zu motivieren. Und die vierte Säule ist Aktionen, also Projekte. Viva Con Aqua finanziert mit der Welthungerhilfe zusammen Trinkwasserprojekte weltweit. Wir haben 15 Projekte, 15 Aktionen in 12 Ländern bereits durchgeführt. Und als gemeinnütziger Verein versuchen wir eben durch diese vier Säulen die Situation, die Trinkwassersituation weltweit zu verbessern. Ja, Tobi und Tobi haben uns ja gerade ganz schön erzählt, was Viva Con Aqua im Allgemeinen tut und welche Projekte unterstützt werden. Für uns ist es an der Stelle recht interessant, auch mal zu erfahren, was Viva Con Aqua auch in Dortmund im Speziellen tut. Und deswegen haben wir Philipp hier stehen von Viva Con Aqua Dortmund. Und Philipp, du kannst ja mal erzählen, was Viva Con Aqua Dortmund im Speziellen tut und was für Projekte ihr anstoßt und wie man, wenn man interessiert ist, euch auch unterstützen kann an der Stelle. Ja, wir in Dortmund sind relativ klein noch. Wir fangen gerade erst an. Wir haben viele Projekte geplant. Im Moment haben wir Spendendosen im FZW stehen, sind auf der Youngblood Party vertreten. Wir haben vor, einen Spendenlauf zu machen. Wir haben Kontakte im Stadion. Wir möchten einen Spendenlauf machen, einen Citylauf durch die Stadt, wo es dann Wasser für jeden gibt gegen eine kleine Spende. Also es sind viele Aktionen geplant, wir sind sehr viele, seit 2 Monaten erst dabei, aber trotzdem ganz groß im Kommen und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Wenn man euch jetzt hier im Fan-TV sieht und sagt, okay, ich möchte diese Aktion unterstützen und möchte vielleicht an der Stelle wirklich auch meine helfende Hand reichen, wie kann ich denn Viva Con Aqua unterstützen, wenn ich jetzt nicht gerade bei den Aktionen vor Ort bin, bei denen du jetzt gerade gesagt hast, dass Viva Con Aqua unterstützend wirkt? Also ganz einfach unterstützen kann man selbstverständlich immer mit Spenden auf vivaconagua.org. Wenn man sich sonst engagieren möchte, auf facebook.com/vivaconagua Dortmund oder dortmund@vivaconagua.org erreicht man uns. Die Adresse wird gleich weitergeleitet. Man kann sich mit uns in Verbindung setzen und dann kann man im Kleinen und im Großen viele Dinge erreichen, auf die wir sehr, sehr stolz sein können, hoffe ich.